Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Bewirtung. Ja, das verspricht dann doch eine Aktuelle Stunde zu werden, die interessanter wird als gedacht, weil der Kollege Redmann hier deutlich Positionen der AfD übernimmt, die er in der Vergangenheit wiederholt verneint hat. Und die Probe, Herr Redmann, ob das mehr als Getue ist und opportunistisches Anpassen an die derzeit stärkste Partei im Land Brandenburg ist, die wird sich darin erweisen, ob Sie in dieser Koalition das, was Sie jetzt gesagt haben, durchsetzen oder ob Sie sich opportunistisch anpassen. Wir werden es sehen. Lassen Sie mich aber, bevor wir auf diese Punkte kommen, nämlich speziell auf die Energiewende, noch mal einiges zur Einleitung dieser Aktuellen Stunde sagen. Sie behaupten, Brandenburg ist attraktiv, bezeichnet Bevölkerungswachstum und hat beste Chancen, den nächsten Schritt zu gehen. So heißt es in Ihrem Antrag. Und die Frage ist, für wen ist Brandenburg attraktiv? Ist es attraktiv für Leistungsträger oder für Migranten, die wieder massenhaft und unkontrolliert über die Grenzen kommen? Und was das Bevölkerungswachstum, betrifft, laut Bevölkerungsschätzung 2020 bis 30 wird von den 195 Ämtern, Verbandsgemeinden und amtsfreien Gemeinden nur für 63 und 40 davon im Berliner Umland eine positive Bevölkerungsentwicklung erwartet. Im Speckgürtel gibt es kaum noch bezahlbaren Wohnraum, der Rest des Landes droht zu veröden. Und der Speckgürtel bekommt ja vor allem deshalb Zuzug, weil die Verhältnisse in Berlin zunehmend unerträglich werden. Und was bedeutet es, wenn Sie sagen, Brandenburg hat die besten Chancen, den nächsten Schritt zu gehen? Herr Redmann, eben klang das ja nicht so. Den nächsten Schritt wohin? Den Schritt zur weiteren Einwanderung, Masseneinwanderung, Corona-Waren, Zerstörung unserer Kulturlandschaft durch Windräder, wie es der Kollege Raschke offensichtlich will? Dann dürfen wir vom nächsten Schritt nichts Gutes erwarten. Herr Redmann, und das hat ja Ihre Eingangsrede auch gezeigt, im Grunde wissen Sie ja, dass diese schönfärberische Einleitung der Realität nicht entspricht. Anders kämen Sie ja gar nicht zu dieser Wolte, die sonst überhaupt nicht zu erklären wäre, wenn Sie eingestehen, trotz dieser positiven Kennzahlen wachsen im Angesicht der Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine Zukunftsängste und wirtschaftliche Sorgen. Besonders in Ostdeutschland führen diese Entwicklungen zu Unzufriedenheit und Vertrauensverlust in die Demokratie. Sehr geehrte CDU-Fraktion, sehr geehrter Herr Redmann, mit diesen Äußerungen, mit dieser Wolte bringen Sie mehrfach Ursache und Wirkung durcheinander. Der Krieg in der Ukraine, ich sage es noch einmal ausdrücklich, ist nur ein Katalysator, er ist nicht die Ursache von Zukunftsängsten und nicht die Zukunftsängste der Bürger, sondern das Versagen der Regierungsparteien führen zu Unzufriedenheit und Vertrauensverlust. Und die CDU hier in Brandenburg macht bis heute, Herr Breetz, ja, da kann man den Kopf schütteln, sie macht trotz der Rede von Herrn Redmann jeden grünen Unsinn mit. Und das haben auch gestern Sie, Herr Breetz, das haben gestern auch Sie ganz persönlich, genau wie Ihr Kollege Lakenmacher, unter Beweis gestellt, als Sie unseren Antrag zur Migration, der ja ganz bewusst auf eine Forderung der CDU aus dem Bundestagswahlkampf 2017 Bezug nahm, mit gehässigen Äußerungen und fehlenden Argumenten verneinten. Sie sind nicht glaubwürdig. Und auch wenn Sie hier im Haus das in Ihrer Hasenherzigkeit nicht gerne hören wollen, die vollständige Kontrolle und die wirksame Begrenzung der Einwanderung ist eine Conditio sine qua non für Brandenburgs Perspektiven nach 3 Jahrzehnten deutscher Einheit, und wir werden dazu auch künftig Anträge stellen. Als CDU sind Sie in keiner beneidenswerten Lage. Sie sind in einer Koalition in Brandenburg gefangen, die gleichzeitig überfordert ist und ängstlich nach Berlin schaut. Da würde ich mir mehr Mut vertrauen. Sie sind in der Koalition, dann sorgen Sie dafür, dass Brandenburg selbstbewusster, was Sie sagen, gegenüber dem Bund auftritt. Bislang duckt sich Brandenburg vor dem Bund und schielt ängstlich darauf, was der Bund macht, wo doch der Bund selber noch mehr überfordert erscheint als die Brandenburger Landesregierung. Und das müssen Sie tun mit einem CDU-Bundesvorsitzenden, der am liebsten mit den Grünen koalieren würde. Ich möchte wirklich nicht in Ihrer Lage stecken, Herr Redmann. Und weil es so schwer ist, dieses
Versagen auch Ihrer CDU einzugestehen, lasten Sie auch in Ihrem Antrag dem Schurken Putin wieder alles an, was Sie zu verantworten haben. Ich sage es noch einmal und zum Mitschreiben. Nicht Putin ist schuld an der Energiekrise, sondern Energiewende und die Sanktionspolitik. Und alles, was Sie hier gesagt haben, Herr Redmann, über Brücken, über Gasbrücken oder Kernkraftwerkbrücken, all das ist halbherzig und in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den sicheren Tod. Es helfen keine Halbherzigkeit. Was wir brauchen und was Sie liefern müssen, wenn Sie glaubwürdig sein wollen, das ist eine ganz klare Absage an die Energiewende. Die Energiewende ist gescheitert. Die Energiewende ist die Ursache unserer Energiearmut. Und solange Sie das nicht eingestehen, wird die Krise immer weitergehen. Und was die Inflation angeht, noch einmal, nicht Putin ist schuld an der Inflation, sondern die EZB, der fortlaufende Irrsinn der Einwanderungspolitik und der Corona-Politik und einer Politik, die Schulden aufnimmt, ohne die Ursachen der Krisen zu bekämpfen. Auch wir sind im Winter-Nothilfeprogramm dafür, Schulden aufzunehmen, aber im Unterschied zu Ihnen allen tun wir es mit dem Bewusstsein, dass wir eine Brücke brauchen, damit die Wirtschaft im Winter nicht kollabiert, dass wir aber die Ursachen der Krise angehen müssen, wenn wir jemals aus der Krise herausgehen wollen. Dazu werden meine Kollegen Steffen John und Peter Drenzke gleich mehr sagen. Das wird sehr viel werden, wenn Sie unseren Anträgen folgen. Herr Redmann hat ja erste Regungen in dieser Richtung erkennen lassen. Wenn Sie mutiger sind und wenn Sie mehr Mut haben, dem, was wir seit Monaten und seit Jahren zu Recht sagen, zu folgen, dann wird es für Brandenburg auch besser werden. Es liegt ganz an Ihnen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.